Guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin immer noch auf der Mein Schiff 6 und heute sind wir in Abu Dhabi. Also quasi, wir kurven hier gerade in Dubai, Oman, überall da rum. Ja, es ist warm und momentan ist hier dieses Spektakel um die Formel 1 und da werde ich heute mal hinfahren und ich nehme euch natürlich mit. Ich denke, das könnte verdammt interessant werden. Das ist schon ein sehr spezieller Ausflug und ich freue mich drauf. So, in circa 40 Minuten geht es los. Bevor es losgeht, bin ich noch frühstücken. Der Ausflug, den ich heute haben werde, heißt Formel 1 hinter den Kulissen. Und das ist eine sogenannte Bubble Excursion. Also das bedeutet, man bleibt in der Gruppe, man fährt mit der Gruppe in den Bus zu dem Ausflug, läuft dort in geschlossener Gruppe, fährt geschlossen wieder zurück. Also momentan gibt es wieder keine individuellen Landgänge, aufgrund dessen, dass überall die Zahlen steigen. Aber wir sind draußen. Wir sehen trotzdem das Beste von der Welt und das ist für mich ein super, super großer Vorteil an meiner Arbeit. Ich bin schon gespannt, was wir uns heute alles zeigen werden. Also Formel 1, also generell ist hier relativ spannend. Zumal das die richtigen Rennwagen sind, also die richtigen Formel 1 Wagen und alles original. So wie man das nur aus dem Fernsehen kennt. Und dazu heißt der Ausflug noch hinter die Kulissen, das ist natürlich sehr spannend. Ja, wir haben hier auch, Moment, ein klein wenig Blick auf Abu Dhabi. Es ist noch relativ früh am Morgen und noch relativ düsig, also deswegen sieht man noch gar nicht so viel. Momentan habe ich hier gerade noch Frühstück. Das ist, wie die Crew hier ist. Also man sieht auch, das ist alles sehr modern und vor allem auch Corona-konfirm am Tisch. Das sind nur zwei Stühle. Dass sich da keine Leute irgendwie ballen oder zu nahe kommen. Ja, kleiner Blick hinter die Kulissen. Bis später. Kann losgehen. Auf dem Weg zum Ausflugsbus. Jetzt muss ich noch durch das Terminal durch. Und dann habe ich tatsächlich noch ein bisschen Zeit, bevor die Gäste kommen. Alles im Rahmen. Das sieht so unglaublich schön aus. Die Sachen sind so unglaublich schön. Das ist das Cruise Terminal von Abu Dhabi. Also hier gibt es auch einen Haufen Krimskrams. Und diese typischen... Oha, ich weiß nicht, wie sie heißen. Ich habe den Namen vergessen. Und die Währung hier ist Dirham. Also man kann aber meistens überall auch mit Euro bezahlen. Deswegen spielt das fast eigentlich gar keine Rolle. Ja, das ist ganz cool hier. Hier gibt es auch Free Wi-Fi. Und dann kann man hier auch sitzen und auch direkt die Telefone laden oder so, was man halt gerade laden möchte. Ja. Hier drüben, sieht man das Gebäude, das ist der Eingang zur Warner Brothers World. Und hier drüben, das müsste jetzt eigentlich die Ferrari World sein, das ist eigentlich auch ein großer Punkt auf meiner Bucketlist, aber leider, leider, leider komme ich nicht dazu. Das ist der Wasserpark. Müsste der Wasserpark sein? Ich bin mir tatsächlich nicht sicher.
Das ist die Ferrari World. Also wie gesagt, leider komme ich nicht dazu, das zu besuchen. Aber immerhin sehe ich gerade die Achterbahn mal von draußen. Also ja, mega schade. Das sieht verdammt nice aus. Das ist die schnellste Achterbahn der Welt, 240 km/h. Sind wir schon auf dem Gelände? Die schärfste Kurve. Ich schon mit 60 durch. Wie viele Kilometer haben die hier drauf? Im Allgemeinen die Rennstrecke? Ja. Beim Speed hier, wie viele km/h? 100 und. Oh Gott. Eine Kartbahn. Wieder der Funken. Einmal die Tribüne von der anderen Seite. So, der Busfahrer hat gerade erklärt, dieses Gebäude kann man übersetzen in Sonnenturm. Und hier schaut die Herrscherfamilie immer die Rennen an und da kann man halt das Ganze von oben betrachten. Diese schwarzen Scheiben sind Solar, sodass man quasi 50% des Stroms, der drin verbraucht wird, wieder gewinnen kann. Und hier drüben ist das Hotel, das soll irgendwie ein Fischernetz oben drüber darstellen, wo quasi auch die ganzen Gewinner übernachten, irgendwie sowas. Das Ganze ist jetzt ein Hotel. Nobel mit Schiffsanlegeplatz davor. Das sind die Villen der Rennfahrer. Scheinbar ist das die Form der Rennstrecke. Rosberg, Vettel, Hamilton. Thank you.
Da stehen sie dann wieder live drauf. Oh. Aber da auf diesem drauf. Die Nummer 1. Wo ist der Champagner? Hier ist nochmal das Hotel von der anderen Seite und dort in der Mitte, wo die Öffnung ist, da geht die Rennstrecke durch. Wir dürfen jetzt hier sogar in so eine Villa rein, wie man gerade von außen gesehen hat. Aber Tatsache ist das gar nicht so spektakulär, aber man hat halt einen guten Blick auf dieses Hotel. Das sind halt alles nur leere Räume. Ja, hier draußen geht's im Dach. Aber ist halt überhaupt nicht. Nein. Ist da wenigstens. Da ist ein Schreibtisch. Schreibtisch und drei Stühle. Ist hier überhaupt nichts, oder wie? Hier geht's im Kreis. Also wenn man das richtig einrichtet, ist es sicher schön. Aber momentan ist es halt einfach nur langweilig. Und das sind halt diese Villen. Von draußen. Das war jetzt quasi Team Villa 4 von drin. Ja, hier ist mal wieder die Melli aus dem Schnitt, die gerade das Video schneidet. Ich wollte nur noch mal dazu sagen, ich habe jetzt kein Videomaterial mehr. Wir waren dann noch in einer anderen Villa drin, Team Villa 9. Die war auch relativ wenig und spärlich eingerichtet, also eigentlich dasselbe wie die Villa vorher, die wir gerade gesehen haben. Ja, dieses Video, wundert euch nicht, ist auch schon wieder 1,5 Jahre alt, deswegen auch die Masken und alles noch so Corona-streng. Aber dies ist jetzt überhaupt nicht mehr der Fall, also es ist alles back to normal, keine Masken mehr an Bord. Individuelle Ausflüge, alles wie vor Corona eigentlich, kann man sagen. Und natürlich habe ich auch hier bei dem Video wieder vergessen, ein Outro zu drehen. Deswegen mache ich das jetzt auf diesem Wege. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls es euch nicht gefallen hat, lasst ein Dislike da. Wusstet ihr, dass ein Abo kostenlos ist und euch dann auch dementsprechend immer die neuesten Videos anzeigt, da ich keinen festen Uploadplan habe? Ist das eigentlich ganz hilfreich, um nichts zu verpassen. Ich werde natürlich weiter Videos machen. Demnächst bin ich wieder auf dem Schiff und da gibt es auch Videos von 2023. Denn das ist jetzt das
letzte in der Reihe, obwohl ich weiß nicht, ob das das letzte sein würde, weil ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge ich die Videos hochladen werde. Das wird sich dann zeigen. Ja, das war es eigentlich. Eigentlich nur noch diese Randinfo, dass ich das Auto vergessen habe und das Video alt ist. Bleibt dran, falls ihr mehr sehen wollt, würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag.